Hi, ich bin Marc und heute habe ich wieder einen spannenden Thriller-Roman für euch, nämlich Killer City von Wolfgang Holbein. Killer City ist also ein Roman von Wolfgang Holbein, der ist ein sehr produktiver deutscher Autor und der ist bekannt für seine Werke in den Genres Fantasy, Horror und Science Fiction. Das Buch erschien zum ersten Mal 1998 unter dem Titel Mordstadt auf Deutsch und wurde dann in mehrere Staaten übersetzt. Die Geschichte spielt in einer, ja, dystopischen Zukunft, in der die Menschheit nach einem katastrophalen Ereignis, das als große Umweltverschmutzung bekannt ist, hochaufragende Städte namens Killer Cities gebaut hat. Diese Städte sind in sich geschlossene Umgebungen, die haben ihre eigenen Ökosysteme, eigene Technologien und eigene soziale Ordnung. Und der Protagonist, Max, ist ein junger Mann, der in einer dieser Städte namens Killer City 18 lebt. Max ist ein niederer Arbeiter, der in ein Rätsel verwickelt wird, als sein Freund, der Anführer einer Gruppe von Rebellen, die die korrupte Regierung stürzen wollen, brutal ermordet wird. Als Max dann den Tod seines Freundes untersucht, deckt er dunkle Geheimnisse und auch finstere Mächte auf, die in dieser Stadt im Spiel sind. Er trifft dabei auf eine ganze Reihe unterschiedlicher Charaktere. Dabei sind dann Rebellen, Politiker, aber auch Mitglieder der herrschenden Elite, die ja alle ihre eigenen Motivationen und auch ihre eigenen Geheimnisse haben. Max navigiert dann durch diese heimtückische Schattenseite der Stadt und sieht sich dabei auf Schritt und Tritt mit Gefahren und Intrigen konfrontiert, während er eigentlich versucht, die Wahrheit hinter dem Mord an seinem Freund aufzudecken und ja, eine Verschwörung aufzudecken, die droht, diese ganze Stadt auseinanderzureißen. Als Max mit der Untersuchung von Martins Mord beginnt, deckt er nämlich ein ganzes Netz aus Verschwörungen und Korruption auf, das tief in der Machtstruktur dieser Stadt verläuft. Er trifft auf verschiedene Fraktionen, darunter ja auch die herrschende Elite, wie ich gesagt habe, die Ressourcen dieser Stadt fest im Griff haben, aber auch Rebellengruppen, die versuchen, die dann wieder zu stürzen. Aber auch noch ganz andere Personen mit ihren eigenen verborgenen Plänen. Max wird dabei in ein ziemlich gefährliches Katz-und-Maus-Spiel verwickelt, während er ja eigentlich versucht, sich durch diese ganze tückische Landschaft dieser Stadt zu navigieren. Da findet er aber hinter jeder Ecke Täuschung und Verrat und das alles macht ihm sicherlich keinen Spaß. Unterwegs bildet Max Allianzen mit unwahrscheinlichen Verbündeten, darunter ist eine findige Hackerin namens Luna, aber auch ein desillusionierter Regierungsbeamter namens Hugo. Und die beiden verfügen möglicherweise über wichtige Informationen, um dieses ganze Geheimnis zu lüften. Max steht auch zahlreichen Herausforderungen und Hindernissen gegenüber, darunter natürlich das Ausweichen der Sicherheitskräfte der Stadt, das Navigieren durch diese labyrinthischen Straßen und Tunnel der Stadt. Und die Konfrontation mit ziemlich tödlichen Gegnern, die vor gar nichts zurückschrecken, um ihre Geheimnisse zu schützen. Als Max dann tiefer in die Wahrheit hinter Martins Mord eindringt, deckt er ziemlich schockierende Enthüllungen über die Geschichte der Stadt, ihren wahren Zweck und auch die schlimmen Folgen des unkontrollierten Strebens der Regierung nach technologischem Fortschritt auf. Und Max erkennt, dass sein Streben nach Gerechtigkeit viel größere Auswirkungen auf das Schicksal von Killer City 18 und seiner Bewohner haben könnte, als er dachte. Killer City ist ein ziemlich dunkler und düsterer Roman, der Themen wie Korruption, Unterdrückung und die Folgen von ungebremstem technologischem Fortschritt untersucht. Ich meine, da ist ein blutiges Messer auf dem. Okay. Aber es kombiniert Elemente von Science Fiction, Mystery und politischen Intrigen. Und schafft schon eine ziemlich spannende Geschichte, die die Leser in Atem hält. Wolfgang Holbeins Texte sind ja bekannt für ihre lebhaften Beschreibungen und die gut gezeichneten Charaktere, die den Leser dann in so eine dystopische Welt ziehen, die sowohl vertraut als auch erschreckend anders ist. Insgesamt ist Killer City ein fesselnder, aber auch zum Nachdenken anregender Roman, der sich mit den dunkleren Aspekten der menschlichen Natur, aber auch der Gesellschaft befasst, was ihn dann eben zu einer fesselnden Lektüre für Fans von dystopischer Fiktion, aber auch von Mystery-Thrillern macht. Und ich sehe euch in meinem nächsten Video. I'll be back.